Hier müssen wir aus diesem komischen, widerlichen Zug hier heraus auslaufen. Wir laufen erst durch diese Ortschaft durch, die ich gerade gezeigt habe. Erstmal durch die Innenstadt durch. Hier vorne sind Schweine. Mit noch mehr Schweinen und so weiter. Hier vorne ist ein Vergewaltiger mit Schweinen dran. Das gehört sich so nicht. Wir haben Döner gekauft. Wir sind jetzt gerade in dieser Haltestelle hier angekommen und wir gelaufen jetzt nach Richtung da lang. Prüfen, was da hinten ist. Leute, guckt euch mal diesen idiotischen Weg hier vorne an. Das ist ein richtig widerlicher Weg. Dieser Weg, der wird uns die ganze Zeit so richtig nerven. Guck mal da. Hier vorne ist ein verlassener Haus und ich bin so bekloppt im Kopf. Ich möchte genau hier den Tarp für uns beide ausspannen, damit wir hier drunter pennen können. So, guck mal hier. Wir laufen jetzt durch diesen nassen Rasen hier, was man die ganzen Schuhe nass macht. Und was hier in diesen komischen Schuhlöchern. Ich muss unbedingt neue Laufschuhe holen. Ich bin irgendwie nicht zugekommen. Aber genau, das tropft dann hier die ganze Zeit immer in Socken rein. Und das nervt und so weiter. Und guck mal hier. Hier vorne, da ist ein Lost Place. Und wir werden den jetzt erkunden. Und hier ist Eingang. Und hier laufen wir jetzt rein. So, hier vorne sieht das so aus. Hier ist eine Bierflasche. Und hier sind noch mehr Bierflaschen. Und hier ist eine umgeschubste Badewanne. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ist halt so. Hier sind auch irgendwie zerstörte Möbelstücke und sowas. Das ist ein Ofen, oder wie das heißt. Und guck mal hier. Hier vorne ist ein Keller. Das sind meine Lieblingsräume für Lost Places. Ich liebe Keller. Keller sind richtig geil. Genau, das ist Kellerraum. Hier liegt Schaumstoff. Hier ist so ein alter Ofen. Genau, hier ist noch so ein verrosteter Raum. Mit so ein richtiger Rost, rostfarbener Boden. Ich glaube, das ist sowas wie eine, wie heißt das Ding nochmal? Ja, keine Ahnung, was für eine Anlage. Aber hier geht's auch nach draußen. Mit so einer verschimmelten, verrosteten, dreckigen, widerlichen Tür hier vorne. Und wir laufen jetzt aus dem Keller raus. Weil wir haben jetzt hier alles gesehen, was hier drin war. Und das riecht hier nach Schimmel, oder wie das heißt. Und das hier ist diese verdreckte Treppe hier vorne. Die sieht richtig widerlich und vermorscht aus. Und so, dass die jederzeit wegbrechen könnte oder so, oder wie das heißt. Und das sind Stühle und sowas. Mit regelfarbene Farbe drauf. Und das riecht so richtig vermodert und giftig und sowas. Hier vorne ist ein Bett, wo bestimmt schon ganz oft gebumst wurde. Und diese Decke ist ja eingebrochen. Diese Decke, die ist so penetrant, dass sie sogar auf dem Bett, wo bestimmt bumsende Leute drauf waren, eingebrochen ist. So sieht eine richtige Decke aus. Das ist eine richtig penetrante Decke. Die ist richtig geil. Die mag ich. Die ist richtig geil dominant. Dieses, was da von dort da kommt, das kann einen auf den Kopf fallen und die Gehirnzellen, Bescheid. Und guck mal hier. Das hier, das ist der wahrscheinlich, glaube ich, letzte Raum. Der letzte Raum, was hier ist. Wir pennen jetzt hier unterm Tarp und wir werden hier die ganze Zeit von Nacktschnecken und Spinnen belästigt. Guckt euch mal diese Spinne hier vorne an. Die muss unbedingt heute Nacht in unseren Mund reinklettern. Und deswegen pennen wir hier. Also würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. guck mal, wir sind wach. Das ist eine richtig geile Pen-Location. Weil guckt euch das mal an hier. Diese ganzen Bäume und sowas.
Die sind richtig geil und das riecht hier auch so gut. Mit diesen ganzen Pflanzen und Bäumen und sowas. Das kann man auf jeden Fall richtig empfehlen. Also hier konnte man richtig geil durchschlafen. Guckt euch das mal an hier. Guckt mal hier, wie das hier runtertropft. Das hört sich richtig voll cool an. Guckt mal euch diesen Arschloch hier vorne an. Dieser Arschloch, das ist eine Zecke. Und der wird erstmal entfernt. Guck mal, ich habe diese komische Arschloch entfernt. Diese Arschlochzecke. Vollständig, weil da ist kein schwarzer Fleck mehr dran. Und dieser Arschloch, diese Arschlochzecke, die sollt ihr nicht irgendwie wegschmeißen oder so, weil der gehört zur Natur und sowas. Deswegen müsst ihr die in der Natur freien lassen. Hopp. Und dann kann der weitere Menschen fressen und sowas. Wenn hier noch mehr Leute hier rumpennen. Cool, oder? Wir sind gerade dabei, aus diesem Wald rauszulaufen. Und das ist ein richtiger voll cool Wald. Der riecht so schön. Das war ein wunderschöner Pennenplatz gewesen. Junge, richtig, richtig widerlicher Auto, der hier total im Weg parkt. Und guck mal, noch 5 Minuten. Dann kommt der Scheißbus. Und dann steigen wir da ein. Yeah!